Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier bei Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Und ja, was machen wir? Wir werden jetzt erstmal bei Herrn Bell klopfen. Guten Tag. So. Da bin ich mal gespannt, was der heute macht. Ah, Jacob. Miss Fry, schön Sie zu sehen. Oh, kennen Sie Starricks neueste Lügen schon? Lügen? In einer Zeitung? Was ist mit der neuen Leitung, die Sie einrichten wollten? Oh, die bestellten Kabel sind nie angekommen. Und dann haben wir das hier abgefangen. Eine Nachricht über beschlagnahmte Fracht am College Wharf. Dann entschlagnahmen wir sie. Oh, Moment. Ein anderes abgefangenes Telegramm enthielt das Rezept für ein stark wirkendes halluzinogenes Serum. Ich passte diesen Bolzenmechanismus an ihre Armschienen an. Alec, Sie sind ein Genie. Das ist offenkundig nicht wahr. Obwohl, ich habe auch entdeckt, dass das Serum gasförmig wird, wenn man es Hitze aussetzt. Gerade als ich dachte, Sie könnten sich nicht mehr übertreffen. Das klingt lustig. Scheint wohl dann der Berserker-Modus zu sein. Okay, wie können wir das denn auswählen? Ah, da vorne. Ich zerquetsch dich wie ein verdammtes Insekt. Ihr solltet euch verpissen, bevor ihr was abseht. So, gut. Ab geht's, 200 Meter haben wir noch vor uns. Bin mal gespannt. Was soll das? Kannst du nicht einfach stehen bleiben? Was wir hier vorne finden werden. Ups. So, Dille. 80 Meter. Ups, was war das denn? Ah, wenn man das Hitze aussetzt. Interessant. Das heißt, wenn wir das in die Feuerstelle schießen, dann sieht das schon ganz anders für die aus. Okay, kommen wir. Sneaken uns mal von hier an. Gibt es hier denn überhaupt... Ah, es gibt eine Feuerquelle. Wunderbar. Kommen wir denn da von hier aus hin? Vermutlich nicht. Okay. Okay, wir tauchen mal gerade unter. Okay, wir nehmen unser Wurfmesser raus und schalten ihn aus. Okay, die werden erstmal geplündert. Wir brauchen ja noch mehr von den Bolzen. So, euch rekrutiere ich aber gerade nicht, weil ich das Ganze am besten sneaky machen möchte. Kabel aus Kisten plündern. Mit dem größten Vergnügen. Oh, da unten haben wir eine Kiste. Oh, nice. Wunderbar. Unsere Giftgasattacken kommen jetzt von allen Seiten, wenn sie nach und nach ausschalten. Oh, nice. Da vorne ist noch eine Kiste. Seid ihr da?
Nun. So viel zu dem Thema. Hätten wir das auch erledigt. Guten Tag, der Herr. Ein Wurfmesser. Das nehme ich natürlich sehr gerne mit. Da vorne haben wir jemanden stehen. Die einen hat er niedergestreckt. Und jetzt verreckt er selber. Das lief nicht wie geplant. Ich hoffe, da vorne sind noch weitere Gegner. Und ich hoffe, die stehen auch in der Nähe einer Feuerstelle. Das wäre ja jetzt richtig bitter. Wir müssen auf jeden Fall zwei noch erwischen. Am besten, wenn der wieder zurückkommt. Ich versuch schon mal, einen klaren Schuss zu bekommen. Nun. Okay, die kommen wieder zurück. Nice, das waren 8 von 9. Okay, wir brauchen mehr Halluzinogen-Bolzen. Ah, da vorne haben wir ja auch noch Gegner, wunderbar. Brauchen wir uns darum ja keine Sorgen machen, dass wir das optionale Missionsziel erreichen. Du gehst da partout nicht rein, oder? Kann das sein? Okay, da vorne. So, jetzt müssen wir nur noch die Kisten plündern. Komm da mal runter. Nun. Gut, wir haben noch Wurfmesser. Nice. Wieder ein weiterer Kopfschuss. Okay, wir plündern die jetzt einfach mal schnell. Vielleicht haben die ja noch Halluzinogenbolzen dabei. Oh, tatsächlich. Sehr nice. Dann würde ich mal sagen, plündern wir diese Kiste. Und natürlich waren da Kabel drin. Gute Frage. Also da scheint nur noch... Ne, da sind zwei. Okay. Der einfachste Auftrag des ganzen Jahres. Die sollten stärkere Männer anheuern. Na, komm schon. Wo kommst du denn jetzt hin? Surprise! Okay, gut. Hm.
Nice. Sehr schön. Okay, irgendwo muss ja hier noch eine weitere Kiste sein mit entsprechenden Kabeln. Oh nice, zwei weitere Halluzinogenbolzen. Okay, haben wir hier, haben wir keine gehabt, ne? Komisch. Ah, da unten. Alles klar. Gut, gut. Sodele. Da kommen die versprochenen Kabel für Herrn Bell. Bin mal gespannt, was er jetzt so zu sagen hat. Es gibt Ärger an den Docks, Leute. Wir müssen die Ladung sofort zu Starrick bringen. Oh, Kacke. Na, komm schon. Oh, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Muss nur das Schiff erreichen. Na, komm schon. Oh Gott. Na komm. Zack. Außer Gefecht, würde ich mal sagen. So, dele. Oh fuck. Nun, das würde aber bedeuten, dass ich zu Herrn Bell muss. Oh, Kacke. Okay. Ist jetzt das Gift abgeklungen? Komisch. Okay, kommen wir da hoch? Kommen wir tatsächlich. Sehr nice. Wunderbar. 450 Meter. Ach, komm mal hier. Ey, du, GTA-Style, weg da. Wuhu! Oh, wir haben eine Laterne eingesammelt. Mehr Laternen einsammeln. Yay, rumpackende Laternen. Wunderbar. Alles klar, erreichen. Würde ich sagen, hat funktioniert. Jedes lohnende Unterfangen ist voller Gefahren, meine lieben Freunde. Keines mehr als das Ihre. Doch, Sie haben mal wieder triumphiert. Wo wussten Sie das? Wir haben das Zeitalter der Kommunikation erreicht, nicht wahr? Wir erhielten bereits eine Nachricht aus Greenwich, dass die Lieferung sicher angekommen ist, dank Ihnen beiden. Wissen Sie schon, was noch in der Lieferung war? In der Tat. Ich fürchte, dass Starricks Gift seinen Weg auf den freien Markt gefunden hat. Wenn er glaubt, das würde uns aufhalten, dann irrt er sich. Okay. Interessant. Ja, gut. Nachrichtendicke abgeschlossen. Wunderbar, würde ich sagen. Was machen wir als nächstes? Ein neues Upgrade ist verfügbar. Was haben wir denn für Upgrades? Stadtweiter Rausch. 50% Rabatt auf halluzinogene Bolzen. Bombenrabatt. Warte mal, Kontakte. Stadtübernahme.
Fancy. Weitere Materialien besorgen. Ach, das geht ja wieder nicht. Never mind. Okay. Könnten natürlich Insider. Versuchen. Dann zetteln die keinen Streit mehr mit uns an. Ich glaube, wir lassen das einfach mal so stehen. Wir haben zwei Ausrüstungspunkte, die wir hier noch investieren können. Da bin ich mal gespannt, was wir denn da nehmen am besten. Schleichen wäre natürlich optimal, aber da unser Charakter ja eher ein Kampfcharakter ist. Wäre fast für einen Gesundheitsboost oder schlechter. Ich glaube, schlechter ist hier die Wahl. Wobei, ich möchte eigentlich auch beide Punkte ausgeben. Das heißt, ich werde jetzt erstmal Plünderer nehmen. Einfach damit wir noch mehr Loot erhalten und noch mehr oder noch schneller uns neue Sachen kaufen können. Und ein Herstellungs- bzw. ein Upgrade ist verfügbar für die halluzinogenen Bolzen und die Bolzentasche bzw. den Bolzenbeutel. Ich glaube. Nee, ich spare auf das Gang-Upgrade für Pub-Investoren. 2 Erfahrungspunkte erhalten. 54 Meter. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir werden die Mission nochmal anfangen hier. Oh, hier sind Polizisten. Warum sind hier Polizisten? Ich möchte nicht, dass da Polizisten sind. Ein Löffel Sirup. Guten Tag, der Herr. Yay, Big Bang Ladebildschirm. Und ich sage schon wieder Big Bang. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Holen Sie sich Starks Beruhigungssirup gleich hier. Er trinkt nichts anderes. Dein Sirup ist ihm zu Kopf gestiegen. Er macht ihn ganz stumpfsinnig. Hey, pass auf. Du verschreckst mir noch meine Kundschaft. Warum verpisst du dich nicht? Sonst gebe ich dir was, was du so schnell nicht vergisst. So geht das aber nicht, du Quacksalber. Was ist hier los, Die Leine. Können Sie mich entschuldigen, Madame? Wo ist denn der Typ jetzt hin? Ach, da vorne. Okay, never mind. Den kriegen wir wohl. Was willst du denn von mir? Ich krieg dich schon. Keine Sorge, mein Freund, keine Sorge. Du kommst mir nicht davon. So. Ich versuche nur zu überleben. Hä? Wo ist er? Ach so, hier vorne. Hoch. Okay. Ich krieg dich schon noch. Ich krieg dich schon noch. Du bist nämlich gar nicht so schnell, wie du glaubst. Guten Tag. Möchte mal ein ernstes Wörtchen mit dir reden? Sag mir, wo dieser Beruhigungssirup herkommt. Ich weiß nur, dass sie ihn jeden Tag ausliefern. Zwischen den Gasometern und der Anstalt. Okay. Das ist doch schon mal immerhin etwas. 150 Meter, dafür brauche ich auch keine Kutsche. Da laufe ich doch eben zu Fuß hin. Ich meine, wir sind ja sportlich. So. Zack, zack. Oh, was haben wir denn hier? Okay. Oh, Kacke, das ist einer von uns.
Uiuiui, das war aber ganz schön knapp. Wo haben wir denn jetzt noch einen? Hä? Ach, da oben. Okay, warte. Nice! Oh, wir haben die Pläne nicht verbrannt. Ja, hätte ein bisschen extra Gold gegeben, oder beziehungsweise Gold, sage ich schon, Pfund. Aber ich meine, so geht's ja auch. Oh cool, wir haben bald das nächste Loyalitätslevel bei Henry freigeschaltet. Und treiben einen Keil hier vorne rein. Lambeth. So, so. Ja gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Dann machen wir weiter mit der nächsten Mission. Und ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch eine Bewertung und oder einen Kommentar da. Und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Ich sage einfach mal, bis dahin, macht's gut, haut rein.